herzlich willkommen zu den Games World Daily News am Dienstag mit folgenden Themen: Bayonetta, Vanquish und Shenmue. Drei Neuauflagen von Platinum Games bei verschiedenen Händlern gelistet. Batman Arkham. Schluss ist. Publisher Warner Brothers Games plant offenbar keinen weiteren Teil der Reihe. Destiny 2, erste DLC Fluch des Osiris, offiziell von Entwickler Bungie bestätigt. Und SNES Mini Nintendo warnt von dubiosen Angeboten, es soll genug Systeme zum Release geben. Dein Wort in Gottes Ohr, Nintendo. Bayonetta, Vanquish und Shenmue, das sind unsere ersten Themen. Bei verschiedenen europäischen Händlern tauchten zwei interessante Bundles auf mit diesen Spielen. Demnach werden Platinum Games und Sega gleich vier Spieleklassiker für die aktuelle Konsolengeneration neu auflegen. Einerseits handelt es sich dabei um ein Paket bestehend aus Bayonetta und Vanquish, also im Bundle für PlayStation 4 und Xbox One. Die beiden Spiele wurden ja kürzlich auch erstmals für den PC veröffentlicht. Und da hat es mit einer Portierung eigentlich nicht so weit her, dann auf die Konsolen. Laut diverser Händler, wie zum Beispiel Alsa aus der Tschechei, Filmgame ebenfalls aus der Tschechei und Getgame aus der Slowakei, ist die Veröffentlichung des Pakets für Oktober oder November diesen Jahres geplant. Ja, oder auch nicht, denn kurz nach der Entdeckung durch NeoGAF-User wurden die Einträge erstmal wieder offline genommen. Im selben Zug wurde auch eine Neuauflage von Shenmue 1 und 2 gelistet. Bei einem Release wären die beiden Titel zum ersten Mal auf anderen Plattformen als auf der Sega Dreamcast spielbar. Aktuell befindet sich ja der dritte Teil von Shenmue in Arbeit. Eine Neuauflage von Part 1 und 2 wäre demnach also gar nicht mal so unwahrscheinlich, ne, um da ein bisschen das Feuer sozusagen zu schüren. Offiziell bestätigt sind die beiden Pakete natürlich noch nicht. Shenmue 3 gehört ja zu den am schnellsten via Kickstarter finanzierten Spielen überhaupt. Es wurde ja auf der E3 2015 angekündigt und wenige Minuten später schon erfolgreich finanziert. Also natürlich auch mal, vielleicht für alle, die es noch nicht gespielt haben, eine Gelegenheit zum Nachholen. Batman Arkham ist wohl tot. So sieht es vermutlich aus. Zwar ranken sich immer wieder Gerüchte um irgendwelche Fortsetzungen zu Arkham Knight. Diese scheinen aber reines Wunschdenken zu sein. Das berichtet jetzt zumindest PC Gamer und beruft sich dabei auf einen Auftritt des Batman-Synchronsprechers Kevin Conroy auf der Wizard World Comic Con in Nashville. Ja, Warner Bros. Habe demnach keine Pläne, ein weiteres Batman-Spiel zu entwickeln. Er selbst, also Kevin Conroy, könne es kaum glauben, denn die Reihe habe bisher Milliarden an Dollar eingebracht. Doch es sei so. Von der Fledermaus müssen sich Fans wohl also bis auf Weiteres verabschieden. Ein Spiel mit ähnlichen Mechaniken, aber anderen Superhelden, das dürfte aber ganz unwahrscheinlich nicht sein. Ja, immerhin hält Warner Bros. Games ja die Lizenz an sehr vielen DC-Superhelden und Superschurken. Arkham Knight von 2015 hat zumindest die Story um diese ganze Batman-Geschichte zu einem einigermaßen gelungenen Ende gebracht. Allerdings gab es da ja, wie ihr euch vielleicht erinnert, heftige Probleme mit der PC-Portierung und die wurde sogar mal über eine Zeit lang aus dem Store, aus Steam genommen und so weiter und so fort, bis es dann wieder auf die Reihe gekriegt haben. Für die Zukunft dann bitte eine bessere PC-Portierung. Ja, wir hoffen natürlich auf eine bessere PC-Portierung bei Destiny 2. Nach etlichen Leaks und Gerüchten in den vergangenen Tagen hat sich Bungie aber jetzt erstmal zum ersten DLC für Destiny 2 geäußert. Über Twitter bestätigte das Studio die Echtheit des Zusatzinhaltes Fluch des Osiris. Zudem findet sich jetzt auch ein Eintrag im Microsoft Store. So sieht's aus. Einen offiziellen Termin gibt's noch nicht. Angeblich soll die Erweiterung aber ab Dezember 2017 zur Verfügung stehen. Ob nur auf Konsolen oder auch dann für den PC. Wie gesagt, auch noch offen. Der Fluch des Osiris DLC führt euch auf den Planeten Merkur. Dort sollt ihr den geheimnisvollen Immerfrost auf dem Grund gehen. Entwickler versprechen zudem neue Story und Nebenmissionen sowie thematisch entworfene Waffen und Rüstungen. Ja, Fluch des Osiris ist Teil des Season Passes von einem Wert von 35 Euro von Destiny 2. Ein Einzelpreis für die Erweiterung steht aktuell noch nicht fest, ob der da 5 Euro kostet oder 10 oder sonst was. Gerade erst erschienen und schon den ersten DLC angekündigt. Das ist modernes Spielemarketing. Sein. Genau. Ja, SNES Mini oder wie ich es immer fälschlicherweise sage, SNES Mini. SNES. Ja, weil ich schon auf vielen Kommentaren darauf hingewiesen. Bei uns hieß es halt früher SNES. Echt? Ja, echt? In der Neighborhood. Ja, da gab es noch kein Internet. Da hat man gesagt SNES. Bei uns ist es einfach Super Nintendo.
Aus der Knappheit des Releases der Vorgängerkonsole des NES Mini hat Nintendo offenbar gelernt, wie Reggie Fils-Aime, der Präsident von Nintendo of America, der Financial Times mitteilte, soll es zum Start des Mini SNES genug Geräte für alle geben. Genau, deswegen hat er auch vor dubiosen Angeboten im Internet gewarnt. Die Leute sollen nicht mehr als 80 US-Dollar für den Mini SNES bezahlen. Das ist ja die unverbindliche Preisempfehlung von Nintendo. An Angeboten von Geräten soll es diesmal nämlich offenbar nicht scheitern. Die Produktion der neuen Retro-Konsole habe man im Vergleich zum Vorgänger dramatisch gesteigert. In Zahlen 5 mehr. Aber warum kann man ist denn dann nicht vorbestellen? Ja, das liegt bei den Händlern selbst, weil die wahrscheinlich ähnliche Befürchtungen haben wie die Spieler, wie ihr, nämlich, dass Nintendo mit der Nachlieferung nicht ganz so firm ist und dann Rückerstattungen bezahlt werden müssen. Das heißt, sie können ja kein unlimitiertes Kontingent bei sowas anbieten, weil sie ja dann draufzahlen und auch noch ihre Kunden verärgern. Das ist damals beim Mini-NES so wenige Exemplare gab, das lag wohl an Fehlern bei der Produktionsplanung einfach. Man habe sich zu Vergleichszwecken die Absatzzahlen von anderen Retro-Konsolen angeschaut, also bei der Konkurrenz geguckt, wie denn andere Retro-Konsolen so ankommen bei den Leuten, wie viel davon verkauft werden, und hätte einfach nicht mit so einer riesengroßen Nachfrage im Fall des Mini-NES gerechnet. Ja, offiziell erhältlich ist der SNES Mini ab dem 29. September. Und dann wird sich zeigen, ob Nintendo wirklich aus seinen Fehlern gelernt hat. Ich habe nämlich auch verpasst, mir eins vorzubestellen. Ich war da einfach nicht da, als es so war. Ja. Beim zweiten Mal, als es da war, war ich auch nicht da. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir von Nintendo irgendwelche hier geschenkt kriegen. Deswegen möchte ich mir gerne auch noch eins kaufen. Ich hoffe, dass es stimmt. Mal gucken. Wenn es für 30 Euro im Mediamarkt steht, hole ich es mir auch. Für 70 Euro. Ist mir der Spaß einfach nicht wert? Nee, doch, das ist mir wert. So wie es aussieht. Auf jeden Fall den Spaß wert oder vielleicht auch nicht, ist PES 2018 in unserem Testvideo zur diesjährigen Auskopplung der Fußball-Sim. Verraten wir euch, was sich denn im Vergleich zum Vorgänger geändert hat, was PES 2018 anders macht und was der Titel auch den deutschen Fußballfans bietet, ob es eine komplette Bundesliga gibt oder ob es tatsächlich nur 3 Mannschaften sind. Ja. Und auch die Fans von FIFA 18, die sollten gespannt sein, denn da erscheint ja demnächst eine Demo. Und auch da werden wir natürlich ein bisschen was zu machen. Jetzt machen wir ein bisschen was zu euch, der Community. Community! Ja, mindestens genauso laut wird Call of Duty 2018 auch werden. Aber wo spielt's? In welchem Setting? Ein modernes Militärszenario steht in der Frage. Du hast mir vorhin ins Ohr gebrüllt. Ein modernes Militärszenario steht in Frage. Was haltet ihr davon und was wünscht ihr euch fürs neue Call of Duty? Haben wir euch gefragt gestern. Kai Reck schreibt, ich bin immer noch enttäuscht von Call of Duty und ich werde es auch nicht vorbestellen. Zu groß wäre noch eine Enttäuschung am Ende. Ich werde erstmal abwarten, was World War II bringt und vielleicht machen sie ihre Arbeit gut, wer weiß. Und zu Infinity Ward, ich hoffe, sie lernen aus ihren Fehlern und machen es nächstes Jahr besser, beziehungsweise übernächstes Jahr müsste dann eigentlich wieder Infinity Ward dran sein mit dem nächsten futuristischen Call of Duty. Der wäre aber eigentlich ganz cool, weißt du, so Infinite Warfare war jetzt natürlich im Großen und Ganzen sehr kritisiertes Spiel, vor allem wenn man halt ins Internet guckt, aber bei ganz vielen Spielern, die vielleicht auch sich nicht so informieren, die sich einfach jedes Jahr ein neues Call of Duty holen, ist das Teil ja beliebt. Also es wird ja auch noch gespielt, zwar nicht es so sehr bei wie mir Black Ops 3. Ja, und ich informiere mich und beschäftige mich sehr viel damit. Ich bin auch ein Freund davon. Also richtig geil wäre halt so ein Dreijahreswechsel, weißt du? Ein historisches von Sledgehammer Games, dann ein modernes von Treyarch und ein futuristisches von Infinity Ward. Ja. Immer so im Dreijahreswechsel. Wäre doch super. Spitfire sieht das ein bisschen so ähnlich wie Kai Reck. Der sagt, mir haben die letzten COD-Teile nicht gefallen, nicht wegen dem Setting, sondern wegen dem Gun und Gameplay. Die Modern Warfare-Teile hatten bzw. haben, spiele immer noch Call of Duty 4 auf dedizierten Servern auf dem PC, einfach smootheres Gameplay. Das ist höchstwahrscheinlich nur mein persönlicher Geschmack, aber so ist es nun mal. Treyarch hat bisher noch kein COD abgeliefert, das mir gameplaymäßig Spaß gemacht hat. Also der ist halt auch kein Fan von diesen Treyarch-Dingern. Ja, bei mir sieht es ganz anders aus. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Treyarch. Also ich fand die Black Ops-Teile eigentlich immer ziemlich super. El Carajo schreibt, hallo, am besten gar kein Call of Duty mehr. Auch eine Meinung. Ich denke, man sollte irgendwann eine neue Marke etablieren. Immer die gleiche Leberwurst schmeckt irgendwann nicht mehr. Ihr dürft dagegen gerne immer für immer weitermachen. Daumen hoch. Dankeschön. Daumen hoch an dich, El Carajo. Naja, neue Marken zu etablieren, das ist immer ein großes Risiko für einen Hersteller. Das ist ja ganz klar. Das kostet sehr viel Geld. Titanfall. Und auch, es gibt auch andere Beispiele. Und es kann auch in die Hose gehen. Es gibt halt auch andere Beispiele. Aber es ist natürlich sicher zu gehen, ne? Also neues COD zu machen, neues GTA zu machen und so. Man weiß halt,
Die Leute werden es kaufen, egal wie man es macht. Also von daher, ja. Obwohl Titanfall ja ein super Spiel ist. Natürlich. Zu manchen Call of Duty Spielen. Aus kreativer Sicht würde ich mir das auch wünschen übrigens, dass da mehr eigene Marken kommen. Ja. Und es kommen ja auch eigene Marken. Schon. Ja, bist du dran oder bin ich dran? Du bist dran. Gut, Stephen Horn in der Moderne hört sich gut an, solange du nicht wieder meterweit springen kannst. Solange du nicht wieder meterweit springen kannst. Ich habe es genauso vorgelesen, wie du es geschrieben hast. Am geilsten wäre es, wenn man nochmal so einen Bösewicht hätte wie in BO2. Ich fand den mega, den Menedes. Menedes. Setting in Iraq oder sowas könnte ich mir auch vorstellen. Oder den Bürgerkrieg in Burma. Aber ich lasse mich überraschen, die Story fand ich immer gut und Zombie-Modus, der Multiplayer ist mir Schnuppe und meistens rotze ich nach dem ganzen Gepatche. Super Video, macht weiter so, danke. Machen wir sehr gerne und ich glaube, dein R ist kaputt auf der Tastatur. Oh, das kann sein. Vielleicht hängt es. Ja. Das macht aber nichts. MC aber coole Setting-Ideen auf jeden Fall. Ja, schon. Ja. Ich hätte auch mal Bock so... Ich fand ja, Battlefield Hardline war zwar ein beschissenes Spiel, aber das Setting war geil. Weißt du, dieses Räuber- und Gendarm-Setting fand ich schon irgendwie cool. Ja. Wenn man das nochmal in gut haben könnte, dann cool. Bitte. Das wäre echt cool. Und das auch noch vielleicht mit der Call-of-Duty-Mechanik, wo das halt irgendwie besser reinpasst als in die Battlefield-Mechanik. Man wird ja noch träumen dürfen. MC One Racer schreibt ganz ehrlich, das Neue ist noch gar nicht erschienen. Dann wird schon über den nächsten Teil geredet. Mich persönlich nervt das. Die sollen sich mal auf aktuelle Spiele konzentrieren und davon reden. Das liegt einfach daran, dass bei der Entwicklung von Call of Duty halt drei Studios immer im Wechsel beteiligt sind. Und während Sledgehammer Games ja gerade mit World War II beschäftigt ist, muss ja Treyarch auch irgendwie gucken, vielleicht machen wir auch was Geiles dazu und da vielleicht auch schon ein bisschen eigenständig die Marketingtrommel dann rühren. War jetzt natürlich nicht der Fall, es war jetzt nur eine Stellenausschreibung. Aber ich denke, das liegt da einfach an dieser Aufteilung. Natürlich ist es dann halt auch wieder so ein fader Beigeschmack. Wenn du sagst, jetzt ist noch nicht mal das erschienen, jetzt weiß ich schon, habe ich schon den Trailer zum nächsten gesehen vielleicht. Na toll. Na toll, ja. So viel bedeuten euch die Spiele, also dass sie halt genau für ein Jahr da sind. Wie gesagt, zweischneidiges Schwert. Meister Deep Hunter schreibt, modernes Setting finde ich gut, solange es nicht zu modern, also Zukunft Laserwaffen ist. Ich sehe es halt, wie gesagt, ein bisschen anders. Als Location fallen mir ein Irak, Afghanistan, Krieg. Auch ein alternatives Zeitsetting wie in Wolfenstein. Deutschland gewinnt zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg. Oder der Kalte Krieg bricht aus. Das würde mir alles gefallen. Ja gut, so alternative Geschichten, da kann man natürlich auch viel machen. Das ist ja ganz klar. Wenn man halt bestimmte Geschichten... Zweiter Weltkrieg bietet sich da halt immer an. Das gibt es ja des Öfteren mal in Film, Funk und Fernsehen, auch in Spielen natürlich. Aber es gibt auch ganz andere Szenarien, wo man halt überlegt, wie wäre da, wenn das jetzt anders gelaufen wäre und so, ne, was wäre dann passiert? Wenn Deutschland zum Beispiel von der UdSSR annektiert wäre. Oder Homefront ist ja auch so ein Spiel, wo es ja so ist. Ne? Also vom Setting auch wieder geil, aber ein beschissenes Spiel. Ich weiß nicht, ich fand es eigentlich gar nicht. Also beschissen ist so ein hartes Wort. Also vielleicht ein bisschen enttäuschend. Ich fand's. Ja. Mr. Neugier, der schreibt, ob ich Call of Duty World War II spielen bzw. kaufen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe Modern Warfare 2 gespielt und danach lange kein neues Call of Duty mehr gekauft. Das letzte, welches ich mir gekauft habe und gespielt habe, ist Black Ops 3 und dies hat mir recht gut gefallen. Oh, bin ich nicht allein mit meiner Meinung. Ein World War II Setting bzw. ein Setting in der Gegenwart gefällt mir deutlich besser als ein Black Ops 3. Schwierig finde ich aber, dass Call of Duty einen jährlichen Nachfolger herausbringt. Alle zwei Jahre würde vollkommen reichen. Das stimmt auch. Und dann würde auch vielleicht mehr Zeit in die Entwicklung fließen, die da dann auch öfters mal teuer benötigt wurde. Aber die Gesellschafter und Aktionäre, denen würde das nicht reichen. Natürlich. Die möchten immer um den Rubel. Es geht immer ums liebe Kleingeld. Tja, bei uns nicht, weil uns könnt ihr ganz kostenlos unterstützen, indem ihr den Daumen hebt auf YouTube. Das bringt uns schon so viel weiter und es ist keine große Anstrengung für euch. Falls euch das Video natürlich gefallen hat, falls es euch nicht gefallen hat, um Gottes Willen, schreibt uns das bitte auch in die Kommentare, wenn euch mal was nicht gefällt oder so. Für den Inhalt der News können wir halt leider auch immer nichts, deswegen bringt es da auch nichts, das Video down zu voten. Aber, also wenn euch quasi eine News nicht gefällt, weil es sich so entwickelt. Den Inhalt der News können wir natürlich was dafür, wenn wir jetzt die News falsch vorlesen würden, wäre es natürlich ein Fehler. Da haben wir natürlich darauf hingewiesen. Da werden wir passieren. In diesem Sinne, fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Macht's gut.